Und dazwischen bunt gesprenkelt die Sturmspitze der SPD. Steinbrück, Steinmeier und Gabriel. Die Rache von Langnese an Weight Watchers. Diese drei Kampfrobben. Aber der Steinbrück, der will Kanzler werden. Der Steinbrück will Kanzler. Deswegen hat der Steinbrück den Schmidt mit seinem Rolli ja auch immer in irgendeine Talkshow reingekurft. Und da hat der Schmidt wieder Kette geraucht. Und zwischen zwei Zügen sagt der Schmidt dann immer, der Steinbrück muss Kanzler werden. Und dann sagt der Steinbrück immer, Herr Schmidt, ich bitte Sie, hören Sie doch mal auf, das ist schon nicht nötig. Und dann sagt der Schmidt wieder zwischen zwei Zügen, doch, doch. Der Steinbrück muss Kanzler werden. Und da sagt der Steinbrück wieder, Herr Schmidt, hören Sie doch mal auf. Nee. Wenn der Sigmar Gabriel da noch was hätte reichen wollen, da hätte der einen ganz stabilen Spaten gebraucht, weil da hätte er schon mit Willy Brandt um die Ecke kommen müssen. Ich sehe schon, wie zur nächsten. Ich sehe schon, wie zur nächsten Bundestagswahl die Merkel den Kohl mit so einem Rolli in so einer Talkshow. Da werden von Maybrit Illner bis Günther Jauch überall so Rollirampen reingebaut. Da wird reingeschoben, was noch selbstständig atmen kann. Das Spannende an dem Wahlkampf wird sein, ob die Protagonisten das Ende überhaupt miterleben werden. Die sind vielleicht nicht zurechnungsfähig, ne? Aber sie sind irre und paranoid. Ja, natürlich. In Japan brennen die Atomkraftwerke und zwei Tage später sind in deutschen Baumärkten die Geigerzähler ausverkauft. Aber ich muss die Jacke tragen, oder was? Ja, es ist ja... Vielleicht sollten wir wirklich alles ein bisschen mit der Gelassenheit, weil gerade jetzt, es gibt auch viel Positives. Ne, diese Jubiläenflut im Oktober, ne, 50 Jahre Love Me Do von den Beatles, 50 Jahre James Bond und bei uns natürlich 30 Jahre Dienstantritt vom Commander aus Oggersheim, Helmut Kohl. Mann, was für ein Hype. Aber warum? Wozu? Wofür? Dass ihm die Maueröffnung wie ein Glücksmeteor in den Schoß geplumpst ist? Dass unter ihm sich die deutsche Staatsverschuldung verdreizehnfacht hat? 16 Jahre lang hat er uns regiert. 16 Jahre des Stillstands. Keine Umweltpolitik. Keine Integrationspolitik. Deutschland ist kein Einwanderungsland. 16 verlorene Jahre. Umbau der Sozialsysteme interessiert mich nicht. Was wird im Alter? Egal, da hat er seinen Papagei aus Rüsselsheim dauernd plappern lassen. Die Rente ist sicher. Und dann haben die sich... Dann haben sie sich beim Nobel-Italiener schlapp gelacht. Gell, Nobby, du weißt auch, dass das nicht stimmt. Ne? Der Kanzler der Einheit, der uns den Euro geschenkt hat, ohne Plan und ohne Ziel, der die Börsensteuer abgeschafft hat, der Schwarzgeldkonto auf Schwarzgeldkonto gehäuft hat, der die Verfassung mit Füßen getreten hat. Einer flog übers Grundgesetz. Das war auch ne? Dafür diese Jubelarien und da, wenn wir was machen, machen wir es gründlich und da auch wieder peinlich. Meine Güte, wie sie ihn in das Haus der Geschichte reingeschoben haben, neben ihm da seine Maike, die ist ja 34 Jahre jünger. Ich habe mal gerechnet, vor Jahren, als er die kennengelernt hat, wenn ich das gemacht hätte, wäre meine 11 gewesen. Ich will jetzt gar nicht bis zur Münde, da landen wir im Fruchtwasser, ne? Aber auch da, die ganze... Aber dieses Bejubeln, ne, die Fraktion, stehende Ovulationen, dann kam auch noch die Kanzlerin, sie, die ihn weggemobbt hat, steht vorne am Pult und säuselt. Lieber Herr Dr. Kohl, Sie als Architekt des Europäischen Hauses, Sie als der Vater des Euro, da war er erschrocken. Maike, mach die böse Frau da weg. Na, aber er hat ja viel... Ja.
Aber sie hat viel, viel von ihm gelernt. Ne? Rivalen wegbeißen, ne? Wichtiges aufschieben. Nach ihrem Mantra, Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit. Beim Dicken hieß es immer, aussitzen. Ne? Sie hat wirklich viel. Ist ja auch jetzt Finanzkrise, frisst die Umwelt. Ihre Energiewende hat sie auch schon abgehakt. Ja, das hat Zeit, das kommt später. Hauptsache wieder auf irgendein neues Thema gehüpft. Hat sie vor ein paar Tagen wieder eins gefunden. Den Demografiewandel. Die Demokratie hat sie schon gewandelt bei uns. Ne, jetzt kommt die Demografie dran. Sofort zur Chefsache erklärt, wie Bildung früher, wie das Klima, wie die Integration. Alles, was nichts gebracht hat. Ne, kein schlüssiges Konzept. Aber ist ja auch egal. Es macht ja nichts. Na, ist ja, sie sind ja alle mit ihrer Politik zufrieden. Also besonders die, die davon profitieren. Es war interessant neulich. Da kam Rentenuschi von der Leyen, ne, mit dem Armutsbericht und war ganz erschrocken und hat gesagt, Mensch, wir müssen was machen. Vermögensabgabe, Reichensteuer. Ui, es hat keine 2 Stunden gedauert. Da kam ihr Verdikt, so etwas wird es mit mir nicht geben. Da war ich erstaunt. Hat gesagt, holla. Das hat es in den ganzen 7 Jahren mit ihr noch nie gegeben. Eine Reaktion am gleichen Tag. Da muss die Dienstanweisung von ganz oben gekommen sein, ne? Von den Vermögenden Liz Mohn und Friede Springer, das Natterngezücht, an deren Busen sie an deren Busen sie genährt werden. Ja, viele fragen sich ja mittlerweile, für wen macht sie denn eigentlich ihre Politik? Natürlich für all die, die sie nie kritisieren, für die Wirtschaft und die Hochfinanz. Mensch, haben sich die Banken gestern gefreut, oder? Dass der ESM da ist, der permanente europäische Rettungsschirm. Da wurden die Shampoosflaschen geköpft. Komisch. Vor 2 Jahren hat der Schäuble in einem Interview mit der FAZ noch getönt. Na, die Rettungsschirme sind begrenzt und laufen aus. Das haben wir fest vereinbart. Solange Angela Merkel Bundeskanzlerin ist und ich Finanzminister bin, können Sie jede Wette darauf eingehen. Wahrscheinlich sitzen die morgen auch schon beim Lanz. Ne, es ist wie die Eurobonds. Die Eurobonds sind auch schon da, de facto dürfen halt nicht so heißen, ne, weil da hat ja unsere Kanzlerin im Sommer in Brüssel, hat sie gar ein Machtwort gesprochen. Eurobonds kommen nicht, solange ich lebe. Also zum einen wirft sie bezeichnendes Licht auf ihr Demokratieverständnis. Ne, solange ich lebe, rechnet sie schon gar nicht mehr damit, dass sie vielleicht irgendwann mal durch den Wähler wartet sie darauf, bis der Schöpfer sie aus dem Amt abberuft. Ne, aber der Boulevard hat sie natürlich gefeiert. Unsere Kanzlerin steinhart, der Fels in der europäischen Brandung, The Rock. Und 3 Tage später musste sie nach Rom zum kleinen Gipfel mit Herrn Monti und Herrn Rajoy. Und die saßen da und haben gesagt, Obacht, der Stein kommt. Ne, und haben gesagt, jetzt spielen wir mit der mal Schnick, Schnack, Schnuck. Du bist Papier, ich bin der Brunnen. Du wickelst sie ein, ich versenk sie. Ne, und plumps. Und plumps. Plumps ist sie weg mit leeren Händen und die Börsen haben schon wieder gefeiert. Es ist wirklich die Frage, für wen macht sie ihre Politik? Wer ist sie? Was will sie? Wir haben neulich im Gesprächskreis haben wir Scrabble gespielt. Und da war, das eine Wort schon gelegt, Bundeskanzlerin. Jetzt wollte ich den Mehrfachwert. Na, also mache aus einem Begriff einen anderen. Und dann habe ich so die Buchstaben genommen, so ein bisschen hin und her gedreht und ein bisschen gewendet. Und was kommt dabei raus, wenn man unsere Bundeskanzlerin dreht und wendet? Bankzinsenluder. Oh ja. Ach je. Schauen Sie hin, Priol. Wir haben ja noch so viel Zeit. Ja, leider. Wieso leider? Ich freue mich jetzt auf diesen Bundestagswahlkampf, wenn der Bürger in den Mittelpunkt drückt. Oder man könnte es auch anders sagen, wenn auch Idioten ernst genommen werden. Ja, wenn Ihnen das reicht, an Parteiständen wieder mit Kugelschreibern und Luftballons ganz ernst genommen zugeballert zu werden. Es geht doch nicht um Luftballons. Doch, es ist Wahlkampf, wenn heiße Luft auf langen Atem trifft. Es geht darum, dass der Bürger jetzt eine Chance erhält, dass ihm in diesem Wahlkampf irgendwer mal diese ganze Krisenpolitik ehrlich erklärt. Reden Sie noch oder denken Sie schon?
Sie glauben, dass irgendjemand uns irgendwas ehrlich erklärt? Erinnern Sie sich an Jean-Claude Juncker. Der hat es schön auf den Punkt gebracht. Wenn es ernst wird, muss man lügen. Ja, aber er hat den Satz ja sofort dementiert. Ja, was ihn natürlich noch umso glaubwürdiger macht. Belzig, die Zeit vor einer Wahl ist immer die Periode fokussierter Unintelligenz. Da passiert jetzt gar nichts mehr. Doch, es passiert ganz viel. Ich habe ja die Terminvorschau hier. Schauen Sie mal, am Freitag wird es spannend. Da wird der neue Friedensnobelpreisträger bekannt gegeben in Oslo. Hm. Und, wer wird's? Nominiert ist Bill Clinton. Ah, na, keine Chance. Jetzt, wo doch die Lewinsky ihr großes Enthüllungsbuch rausbringt, von Mitt Romney finanziert, ins Deutsche übersetzt von Bettina Wulff. Vermutlich. Dann ist noch nominiert... Bradley Manning ist nominiert, das ist der US-Soldat, der WikiLeaks damals diese geheimen Informationen besorgt hat. Ja, der kann nicht kommen, der sitzt. Also, dann ist noch nominiert eine koptische Christin aus Ägypten. Nee, brennen wieder Botschaften, vergiss es. Dann nominiert für den Friedensnobelpreis Julia Timoschenko. Interessiert niemanden mehr, EM ist vorbei. Ja, dann ist auch noch nominiert Helmut Kohl. Nein. Nein, das ist nicht schon wieder? Der hatte Abo. Hä? Och, nö. Und außerdem, ich schwöre Ihnen, diesmal bekommt er ihn. Das klappt diesmal, ich hab's im Urin. Ja, Brunsverreck. Ja, glauben Sie vielleicht, es ist Zufall, dass sich die Union jetzt ausgerechnet mit dem Kohl versöhnt? Glauben Sie, es ist Zufall, dass ausgerechnet jetzt diese Kohlbriefmarke rauskommt? Am Donnerstag, ein Tag vor Oslo. Hören Sie auf, Sie machen mir Angst. Gauck sagt, Angst macht kleine Augen. Sie sind jetzt... Können Sie mal das Maul halten? Einfach mal das Maul halten! Ich bin einfach nur ehrlich. Und sind wir doch einmal ehrlich. Jetzt, wenn die Union einen Friedensnobelpreisträger in ihren Reihen hat... Nein, hören Sie auf. Dann ist die Wahl wirklich Formsache. Dann würde ich vorschlagen, dann können wir unsere Uhr da oben abstellen. Ja, die vielleicht. Aber die nicht. Schauen Sie mal. Oh. Das war Neues aus der Anstalt, meine Damen und Herren. Heute mit unseren modifizierten Wahlurnen Max Uthoff, Ingo Appel und Philipp Simon. Die Anstalt hat für Sie wieder eröffnet am 13. November nach der US-Wahl. Wie immer live direkt nach dem Fischler.